Eine Frage habe ich zu deinem Video U2 Live or Without You. Warum spielst du die Linie nur mit einem Finger in der rechten Hand? Und warum greifst du die Noten so wie du greifst, auch nur mit einem Finger? Ginge das nicht mit Vierfingersatz? Ich habe diesen Song nämlich mit der rechten Hand, nicht mit dem Wechselschlag gespielt, obwohl ich es sonst immer empfehle, ne? Spielt möglichst mit dem Wechselschlag, sondern ich habe nur mit dem Zeigefinger gespielt. Also normalerweise spiele ich mit dem Wechselschlag und greife mit der linken Hand mit meiner Vier-Finger-Angelegenheit, weil das in der Regel am effektivsten ist. Hiermit bin ich schneller und flexibler und kann über mehr Saiten kommen. Und mit der linken Hand, wenn ich links die Vierfingertechnik anwende, dann bin ich auch schneller und flexibler und kann mehr spielen. In der Basslinie ging es mir aber überhaupt gar nicht darum, schnell und flexibel zu sein, sondern in der Basslinie ging es mir, oder in dem Song, in der Bassbegleitung, ging es mir vor allem darum, konsistent zu sein. Ja? Ich wollte gar nicht Tonleitern und Arpeggios und was weiß ich spielen, sondern ich habe ja die ganze Zeit nur die Grundtöne gespielt. Achtelgrundtöne und eintaktige Wechsel. Und ich wollte möglichst einen gleichbleibenden, sauberen Klang haben. Für die rechte Hand heißt das. Ja, ich sage ja immer, oder vielleicht sage ich das nicht, aber ich denke, man sollte, wenn möglich, versuchen, einen möglichst gleichmäßigen Klang mit beiden Fingern hinzukriegen. Jetzt ist man aber in der Situation, wo man abliefern muss und ich will nicht nur einen möglichst gleichmäßigen Klang, wie ich mit beiden Fingern auch schon gut hinkriege, sondern ich will einen super gleichmäßigen Klang. Und ich opfere dafür auch meine Geschwindigkeit. Also ich will gar nicht so schnell spielen, aber dafür einen super gleichmäßigen Klang. Und dann spiele ich halt nur mit einem Finger. Also vielleicht werdet ihr mir zustimmen, dass mit zwei Fingern immer noch ein bisschen anders klingt als mit einem Finger. Nicht dramatisch in der Regel, aber in dem Moment war es mir wichtig. Und deshalb habe ich nur mit einem Finger gespielt, einfach weil ich es konnte. Also wieso soll man dogmatisch sein und unbedingt diesem Wechselschlag folgen, wenn der an der Stelle einfach nicht so hilfreich ist? Ja? Also ich achte immer darauf, was ist hilfreich für mich, was macht Sinn für mich und das versuche ich dann umzusetzen. Und da ist es mir dann nicht so wichtig, welche grundsätzlichen Regeln, ne, man beachten sollte, weil das ist für mich alles Scheißdraufzeug, okay? Genauso mit der linken Hand. Also, ich bin schnell und effizient, wenn ich alle Finger benutze, ne? Dann kann ich Tonleitern spielen, kann ich alles machen. Jetzt wollte ich aber gar keine Tonleitern und spielen und alles machen, sondern ich wollte immer nur eine Note spielen und die aber immer gleich. Und ich mag das ganz gerne mit so einer teilabgedämpften Art zu spielen. Das heißt, dass ich mit einem Finger greife, mit dem Zeigefinger, und hier die anderen Finger oder zwei der anderen Finger so dahinter auflege, um die Saite ganz leicht abzudämpfen. Ja, also ich nehme den Zeigefinger, das ist mein einziger Greiffinger jetzt in der Art, lege den auf. Und die anderen Finger lege ich leicht dahinter ab und dann dämpfe ich die Saite wunderbar ab. Und das mache ich immer oder das kann ich immer machen, wenn ich eine Sache spiele, die nicht ultra viel Flexibilität erfordert, sondern eigentlich recht simpel ist. Und dann kann ich mich mehr darauf konzentrieren, die Sachen, die ich spiele, halt super genau zu spielen. Und dann sieht es halt so aus. Ich greife nur mit Zeigefinger, dämpfe mit den Fingern und schlage hier nur mit dem Zeigefinger an. Also der Klang war jetzt nicht perfekt, weil ich mich hier nicht so gut höre. Aber ihr versteht das Prinzip. Genau. Was denkt ihr darüber? Genau. Und das ist halt auch ein Beispiel, wo man sieht, wie so die Regeln, ne, die Regeln nicht immer gelten müssen.